Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Hier ist eure Tanja von Dacrela. Ich versorge euch regelmäßig mit Ideen und Inspiration rund um euer Hobby. Heute habe ich mal wieder ein Basisbasteln für euch und zwar geht es heute mal um diese Pompons. Ab und zu werde ich gefragt, wie man sie überhaupt macht. Deswegen heute eine kleine Anleitung. Wir brauchen dafür einmal eine Pappe, dann Wolle, Schere und einen runden Gegenstand, damit wir uns Kreise zeichnen können. Und einen Stift. Als erstes zeichne ich mir mit meiner Konservendose, die ich als Kreismuster genommen habe, zwei Kreise vor. Die sind ca. 10 cm und diese schneide ich mir aus. Jetzt nehme ich mir einen kleineren Gegenstand. Da habe ich mir jetzt hier diese kleine Lackflasche genommen und zeichne mir noch einen inneren Kreis. Der ist ca. 4,5 cm groß. Die Maße könnt ihr natürlich variieren. Ich schneide mir jetzt hier so ein kleines Dreieck aus und dann den Kreis, den kleinen. Das Dreieck habe ich deswegen ausgeschnitten, damit ich hinterher beim Aufwickeln einfach schneller wickeln kann. Das schneide ich mir auch genauso bei der zweiten Pappe aus. Ihr könnt natürlich auch nur in der Mitte den Kreis ausschneiden, auch das ist richtig. Jetzt nehme ich meine Wolle und wickel diese einmal rundherum. Wie ihr seht, dadurch, dass ich das da eingeschnitten habe, geht das ein bisschen leichter mit dem Wickeln. Ich habe mich dazu entschieden, noch eine zweite Farbe mitzunehmen. Jetzt knote ich die beiden Enden zusammen. Das muss man auch nicht machen, man kann auch einfach weiter wickeln. Aber ich mache es lieber so, damit ich nicht so viel rumbaumeln habe. Und jetzt wickel ich noch schön die weiße Wolle auf. Wenn ich genug Wolle drauf habe, schneide ich mir das Band ab, nehme eine sehr scharfe Schere und jetzt müsst ihr das vorsichtig aufschneiden. Natürlich müsst ihr aufpassen an der Stelle, wo ihr dann dieses Dreieck vorher rausgeschnitten hattet. Da kann es natürlich passieren, dass ihr ein paar Fäden verliert. Deswegen gibt es natürlich auch einige, die dieses Dreieck nicht machen. Dann hat man halt aber schwieriger beim Wickeln. Beides ist richtig. Natürlich gibt es auch Pompon-Maker, aber den hat ja nicht jeder zu Hause und so eine Pappe hat aber jeder zu Hause. Jetzt nehme ich mir noch ein Stück Wolle und mache mir einen Doppelknoten in der Mitte der beiden Pappen. Jetzt entferne ich die Pappe, seht ihr, die könnte man sogar noch für einen weiteren Pompon benutzen. Ja, jetzt habe ich hier so ein bisschen was überstehen, zuppel mir das noch ein bisschen zurecht und jetzt nehme ich eine Schere und schneide wie beim Friseur alles schön gleichmäßig in einer Länge. Und schon habe ich meinen Pompon fertig, schön flauschig ist er. Hier habe ich noch mal einen etwas kleineren Pompon noch zusätzlich. Und wie ihr seht, es geht nichts raus. Alles schön fest geworden. Und jetzt kann man die zum Basteln oder zum Dekorieren nehmen. Ja, das war's für heute. Mal ein bisschen basic. Bis bald, bis zum nächsten Mal, eure Tanja. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Kanal doch und verpasst keine weitere Folge. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann schreibt sie mir doch unten in die Kommentarfelder. Vielleicht wird euer Wunsch ja beim nächsten Mal gebastelt.